Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Wir sind zurück mit einem neuen Video, aber als allererstes begrüße ich ganz herzlich den Gefährten. Hallo Gefährtin und hallo liebe Zuschauer zur Folge 40 zum Bau einer Lego Star Wars Dream Fabrik auf Vaipori. Letztes Mal haben wir einiges geschafft. Zuerst diesen Bereich hier fast vervollständigt. Hier fehlen nur noch einige solcher Anlagen. Highlight ist aber diese Konstruktion mit einer verrückten Bautechnik. Ihr könnt die hier schon sehen. Dafür begeben wir uns aber einmal kurz nach unten. Und unten ist schon mal ein gutes Stichwort. Hier wird nämlich der Berg weitergebaut, eben nur von unten. Hier seht ihr aber noch einige Leerstellen, wo eben noch kein Berg ist. Auch vor allem hier diese farbigen Plates. Die müssen natürlich weg. Und das werden wir diese Folge eben machen. Als weiteres Projekt beginnen wir hier etwas. Denn hier kommt noch ein Förderband hin mit Druiden, die hier eben gebaut werden. Ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren, damit wir das alles schaffen. Los geht's. Einige Tage später und wir steigen ein mit einem kleinen Hinweis. Die Gefährtin hat aufgrund ihrer Mandelentzündung vor einigen Wochen noch eine kleine Nervwirkung. Und zwar hat sie jetzt wieder mal keine so gute Stimme. Deswegen berücksichtigt das einfach bitte für diese Folge, dass ihre Stimme etwas anders klingt oder sie allgemein weniger spricht. Deswegen gute Besserung, Gefährtin. Ja, wir fangen hier direkt an mit dem Berg, was wir eben angesprochen haben. Und ihr könnt schon mal sehen, diese farbigen Plates sieht man gar nicht mehr. Vor allem jetzt, wo das einfach vollendet ist, sieht das richtig, richtig gut aus. Hier zu diesem Bereich habt ihr einige sinnvolle Tipps gegeben. Wir haben ja darüber geredet, dass man hier diesen Übergang nicht so gut hinkriegt. Einige von euch haben vielleicht gesagt, man könnte das mit Hinges machen. Allerdings sind das wirklich sehr aufwendige Bautechniken und für diese Ecke sehen wir das nicht als wirklich sinnvoll an, weil man es eben sowieso kaum sehen wird. Und hier haben wir auch sozusagen umgedreht gebaut. Das haben wir einfach mit diesen Modulen verbunden. Das heißt, hier sind einfach Plates verbunden hier mit diesem Modul. Und schon hat man diesen tollen Effekt. Und vor allem, wenn man sich das bisschen von weiter weg anschaut, hat das doch wirklich einen sehr guten Effekt. Es sieht einfach natürlich aus, als wäre hier wirklich einfach ein Loch reingeschlagen worden. Ja, und das, was ich jetzt noch gemacht habe, ihr seht ja hier diese Anlage. Diesen kleinen, wir haben ihn Evaporator genannt, ist natürlich keiner. Davon fehlen aber noch zwei, einmal hier und einmal hier. Und so einen habe ich gleich nochmal gebaut, diese Folge. Passt eigentlich richtig gut, sieht auch cool aus. Und ich finde, das füllt das Ganze auch schon perfekt aus. Und während die Gefährtin euch diese Anlagen hier gezeigt hat, ist euch hier schon was aufgefallen. Wir haben schon fleißig gebaut und bevor wir jetzt ins Detail gehen, zeige ich euch einmal kurz oder erkläre euch einmal kurz, wie wir uns das jetzt vorstellen. Ihr seht jetzt dieses Förderband, das soll sozusagen einmal hier quer durch die Fabrik laufen bis hierhin. Also das verschwindet dann einfach hier im Nichts und fängt dann eben auch hier hinten an. Die Fabrik ist ja aufgeschnitten wie eine Orange, wie wir immer sagen. Deswegen kann das eben auch hier einfach ins Nichts verlaufen. Und auf diesem Förderband sollen dann natürlich einfach Kampfdruiden stehen, die dann eben hier, ja, also es werden hier einfach die letzten Schritte erledigt. Ihr seht hier schon diesen Kran, dazu kommt auch nochmal gleich, wie die Druiden eben ganz zum Schluss zusammengebaut werden. Und das geht dann eben einmal von hier bis hier hinten. Fangen wir einfach nochmal mit dem Förderband an. Ihr seht das Förderband hier und das Förderband hier. Die sehen sich doch ziemlich ähnlich. Da gehen wir einfach nach Logik. Also wenn man eine Fabrik baut, warum soll man jetzt andere Förderbänder benutzen? Man benutzt wahrscheinlich die gleichen Bauelemente und das wurde eben auch hier gemacht. Ganz cool, immer hier mit diesen Grillteilen. Das deutet einfach diese Vorwärtsbewegung an, was wir ganz gut finden. Und hier auf diesen einzelnen Modulen stehen dann die Kampfdruiden, was auch ganz cool ist. Die stehen ein bisschen höher als jetzt hier diese dunkelgrauen Teils. Auch damit das eben wirkt, als würde sich das auf diesem Förderband sozusagen weiter bewegen. Als nächstes haben wir dieses Haus, sage ich mal, gebaut. Es ist natürlich kein Haus, aber was soll das sein? Nun, das hat mehrere Funktionen. Zuerst ist es ein weiterer Träger für unser System hier. Ihr wisst ja, die Fabrik ist unter dem Berg und irgendwie muss das hier
eben getragen werden. Ihr seht hier eben diese Pfeiler und hier wird noch mal so ein Pfeiler hinkommen, aber natürlich muss auch hier irgendwie was in der Mitte sein, weil sonst kann das Ganze nicht getragen werden. Das heißt, das hier wird nachher einfach in die Höhe gebaut. Wie genau das nachher hier oben aussieht, wissen wir jetzt noch nicht. Sehen wir ein anderes Mal. Ja, und dann seht ihr natürlich hier diese Anlagen. Das sind hier diese Gehwege für die Druiden, dass die sozusagen hier die Anlagen überwachen können. Und da finden wir es ganz cool, wenn hier dann so ein Zwischenbereich ist, wo nachher auch ein kleiner Innenraum ist, wo dann zum Beispiel wieder mal Druiden sind, die irgendwie Anlagen steuern, die Maschinen steuern. Das heißt, hier wird so eine Art, ja, kleiner Kontrollraum für die ganze Fabrik hier im obersten Stockwerk. Und hier unten ist sozusagen eine weitere Station der Kampfdruiden. Das heißt, hier müssen wir uns nachher eben so vorstellen, als wären hier einige Maschinen, die weiter an den Druiden herumschrauben. Und wir können euch gerne auch mal kurz zeigen, wie sowas entsteht. Also am Anfang habe ich eben dieses Modul hier gebaut. Das heißt, ich habe mir überlegt, hier bauen wir zu und hier vorne kommen die Druiden eben heraus. Hat uns aber gar nicht gefallen. Und dann haben wir uns einfach überlegt, gut, wir machen auch hier eine Öffnung. Also das, was ihr hier seht, ist 1:1 auf der anderen Seite. Das können wir euch gerne noch nachher nochmal zeigen. Und was ganz gut ist, dann kann man sich nachher eben auch mal hier hinducken, einmal durchschauen. Dann kann man hier an der Seite natürlich noch vielleicht ein, zwei Maschinen befestigen. Und dann hat man hier einfach noch ein weiteres Modul, wo man ein paar Sachen entdecken kann. Und wie gesagt, hier hinten kommt dann natürlich, ich sag mal wieder mal Haus, natürlich kein Haus, aber auch hier kommt dann eben so ein Zwischenmodul, wo die Druiden nachher eben reinlaufen und dann, wie bereits gesagt, im Nichts verschwinden. Natürlich mussten wir auch diese Mauern hier bauen und da haben wir uns was ganz Cooles überlegt. Hier waren ja am Anfang solche Brick-Wound-Teile und da haben wir uns einfach mal gedacht, ihr kennt diese Kabelteile, haben wir schon mehrmals gezeigt, die könnte man doch sozusagen hiermit verbinden. Das hat nachher so wieder mal so einen schönen Fabrikeffekt, dass hier überall Kabel und Schläuche herumlaufen und ihr seht, hier kommt, also hier fehlt noch so ein Teil und hier auch und dieses Teil gibt es eben auch in etwas größerer Länge, das heißt, man kann nachher hier nochmal genau so ein Schlauchteil bis hierhin verschieben und wir finden einfach, das passt perfekt hier in die Ecke, rundet diese Ecke hier auch ganz gut ab. Dieses Teil haben wir wie gesagt bestellt, im nächsten Update werdet ihr es dann wahrscheinlich sehen und dann können wir auch einmal beurteilen, wie das jetzt hier eben am Ende aussieht. So, und dann kommen wir noch zu dem anderen Teil, nämlich neben dem Förderband. Seht ihr ja schon, ist hier so eine coole kleine Plattform entstanden. Habe ich mir auch effektiv sehr viel Mühe dabei gegeben. Ich dachte mir, aber weil das Ganze so ein bisschen tiefer gelegen ist, sieht man auch hier, weil das hier so runterreicht, wird das Ganze eher in Dark Bluish Gray gehalten. Das Ganze besteht aus vielen kleinen einzelnen Teilen. Ich habe mir auch gedacht, ich baue hier, jetzt fällt das Teil schon um, mal so ganz kleine einzelne Teile, die man da hinstecken kann. Vielleicht ist da irgendwie was drin, wie so eine Art Fass. Weiß ich aber noch nicht. Und hier eben auch noch so eine kleine Kiste. Ich weiß auch noch nicht, ob da vielleicht was drin ist. Aber ich dachte mir, das kommt vielleicht ganz gut. Ich übernehme, weil die Gefährtin verliert gerade mal ihre Stimme. Also hier haben wir noch weitere kleine Module, wie zum Beispiel diese Teile. Die haben wir erst vor ein paar Wochen entdeckt und passen einfach sehr gut in so eine Fabrik. Hier natürlich auch einige Öffnungen, damit einfach ein bisschen Luft reinkommt oder zum Abkühlen der Maschinen. Und auch diese Teile sind immer ganz cool. Die grenzen das hier nochmal ein bisschen anders ab. Und dann natürlich auch hier diese Stangen. Was auch ganz toll ist, die Gefährtin hat hier mit der Start-Out-On-Top-Technik gearbeitet. Also ihr kennt hier oder ihr seht hier diese Teile, die sind einfach verkehrt herum reingelegt worden. Und hier hat man dadurch nochmal so einen schönen Effekt, dass dieser Kran eben von den anderen Sachen getrennt wird. Ja, und kommen wir zu guter Letzt auch noch zu meinem coolen Kran, den ich entwickelt habe. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, ich glaube Gefährte auch. Und der hat, ja, du kannst einmal drehen und hin und her drehen. Der hat so ein paar Funktionen. Der kann nach unten, nach oben reichen. Der kann sich aber auch um 180 Grad drehen, dieser coole Kran. Und der besteht aus ganz vielen einzelnen Teilen, aus ein paar Druidenarmen. Die sind da zu sehen, auch einen Druidenkörper. Und dann haben wir oben so lustige Skistöcker sind das ja eigentlich. Richtig cool. Und ich habe mir gedacht, der kann, vielleicht kannst du das auch mal zeigen,
dem Druiden nachher dann so den Kopf einfach so dran blitzen, damit das so festgeschweißt ist. So, wir sind leider schon wieder am Ende dieses Parts angekommen. Wir hoffen natürlich, es hat euch alles gefallen, was wir so entwickelt haben. Wir zeigen euch das nämlich auch nochmal. Nämlich ist hier ein weiterer Evaporator, ich nenne ihn trotzdem immer noch so, entstanden, obwohl es keiner ist. Wir haben hier etwas mit coolen Schläuchen verbunden, um zu gucken, ob das überhaupt was wird. Dann das Gefährtenhaus oder Bunker, wie es auch irgendwie ausschaut, richtig cool geworden. Und dann auch weiter mit dem Förderband, was so ähnlich ausschaut wie das erste Förderband, was wir gebaut haben. Dann hier unten im Boden ist auch diese kleine Plattform entstanden und natürlich der Kran. Ja, und nicht zu vergessen, hier diesen Bergbereich jetzt endlich vollendet, was ganz gut ist, denn jetzt wissen wir, wie es gemacht wird und jetzt müssen wir einfach nur das Gleiche machen, können wir immer Update für Update weitere Schritte eben einbauen. Noch kurz zur Erinnerung, nächsten Montag gibt es kein Update, es ist mal wieder Pause, das heißt, wir sehen uns erst in 2 Wochen wieder und wir werden wahrscheinlich hier einfach weiterbauen. Seid also gespannt, gebt gerne Feedback und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Drei Force Team. Joyfast-Team. Tschüss! Tschüss!